Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Retail Company Simulator. Dieser Name ist auch ein bisschen sehr lang gezogen. In der letzten Folge, oder beziehungsweise auch in der ersten Folge von diesem Dingens, wir können das hier erstmal öffnen. So, haben wir hier erfolgreich 4 Sachen reingemacht und heute wollen wir mal ein bisschen gucken, was wir weitermachen. So, wir gehen mal auf Arbeiter. Das geht nicht, weil ich die Vollversion davon nicht habe. Stark Hintergründe. Oha. Ja, wir haben gerade abends, deswegen kommt dort Mond hin. So, eine Bank. Junge. Okay. Ausrüstung. Nee, nicht Ausrüstung. Ja, diese 4 Sachen habe ich jetzt hier auch hier drin, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir haben auch aktuell nur T-Shirts, wie man da sehen kann. So, hier kann man sich Verträge kaufen. Haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Wir können hier auch sehen, was für Verträge wir haben. Also einmal die, einmal die. Und heute wollen wir mal J und N. Ich denke mal, die meinen damit H und M. Ja. Da müssen wir aber auf $300 kommen. Und die haben wir auch fast, sehe ich gerade. Ja. Dann können wir nämlich weißes Tanktop und Biker-Pullover kaufen. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bedeuten soll. Aber ja. Moin. Ist irgendwie Sommer bei dir oder was? Wechselgeld 0. Okay, tschüss. So, wir müssen auf jeden Fall diese Dinger einmal kaufen. Hier, die. Zack. Weil die sind nämlich leer. Also noch nicht leer, aber fast leer. Du bezahlst natürlich wieder mit Karte, ne? So, 36.80. Genehmigen. So, Wechselgeld 20. 20 und... hier, nee, 20, so. Okay. Ich muss jetzt hier kurz weg. So, den stellen wir einfach dahin. Okay, 13, 10, 1, 2, 3 und dann wieder 20. So, bitte sehr. Blau haben wir noch. Ja, wir haben eigentlich noch... Oh, Rot können wir auf jeden Fall auch mal bald wieder kaufen, sehe ich gerade. Egal. Danke. Wechselgeld hast du nicht. Ach so, du hast Karte. So, 80, zack. Moin. Sie haben, ja, egal. Und was wollen die denn jetzt alle von mir? Okay, so. Wo ist denn der Mülleimer hier, ne? Zack. So, wir brauchen auf jeden Fall Rot und Pink. Rot und Pink. Markt. Rot und Pink. Kaufen. So. Ups, bin kurz in die Leute reingelaufen. Das war natürlich nicht mit Absicht. 50. Nee. 60. 1, 2, 3, 4. So. So. Okay. Achso, die Teile habe ich ja hier. Guck mal, die anderen sind jetzt komplett ausverkauft. Da müssen wir mal hier direkt Nachschub geben, ne? So. Perfekt. Blau müssen wir auch gleich kaufen. Mann. So. Bitte. Danke, dass Sie mit Karte zahlen. Mit Karte geht es eindeutig schneller. Danke, Sie zahlen auch mit Karte. Okay, so. Jetzt kaufen wir hier einmal die blauen Dinger.
So. Dann können wir auch mal direkt gucken, Verträge. Ach so, ich muss Level 3 dafür sein. Ja gut, das bin ich ja gleich mit 5 Erfahrungspunkten, die mir noch fehlen. 36,80 kriege ich jetzt ein. Ah, man kriegt 5 immer, okay. Okay, so. Kaufen uns den neuen Vertrag. Vertrag. So. Ah, wir können sogar hier auch das kaufen. Aber wir wollen erstmal das hier. So. Zack, gekauft. Dann gehen wir hier in den Markt rein und kaufen mal das hier. Kaufen. Marktausrüstung. Kleiderstände. Haben, glaube ich, den für 100, ne? Ich glaube tatsächlich ja. Man kann ernsthaft den nicht kaufen, weil der Tag beendet ist. Oh, 64 kriegst du zurück. Sorry, ich wollte dich gerade gehen lassen. Bitte. Bitte. So, jetzt noch du. Immer für eine Sache bezahlt die mit Karte. Okay, so. Ja, den Rest kaufen wir später. Wo sind die blauen Dinger schon wieder hin? Ach, hier unten. Okay, so. Gut, dann beenden wir mal den Tag. Ja, wir haben angeblich minus 47. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, wir haben direkt geöffnet. Ach so, jetzt kann ich hier einmal kurz zwei neue Kleiderstände holen. Ach, ich habe schon zwei hier drin. Nee, ich will nur zwei kaufen. So. Ein Kleiderschrank. So. Und der zweite. Eigentlich können wir das ja auch gleich mal ein bisschen umräumen. Ich mache das gleich. Aber erstmal will ich jetzt hier die neuen Dinge rein machen. Warum sind das nur so wenige? Interessant. Was ist das? Ach, das gehört hier zum Blauen, okay. So, ja, wir kassieren ihn hier erstmal ab. Ein Produktpreis wurde nicht festgelegt. Preisempfehlung 37,99. Der ist bei 10,55. So, sind die alle noch richtig? Ja. Okay. Wechselgeld. Warum denn immer so viel? Bitte sehr. Okay, so. Wechselgeld hat sie nicht. 24, 45 meine ich. So. Kann ich hier nämlich ein bisschen umräumen. Machen wir nämlich mal die Dinger hier an die Wand. So. Wobei ich könnte eigentlich die neueren Sachen platziere ich hier hin. So.
Okay, das hier sind so die neuen Sachen. Und das hier eher so ältere. Was waren hier nochmal drauf? Gar nichts. Hä? Warum habe ich ein, noch so ein kleiner Ding, wenn da gar nichts drauf ist? Egal. So. $50. Oha. Das schmeckt. Give me your money. 50,9. So. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal von jeder Sache gleich noch ein so ein Dingens hier. Einkaufswagen zum Einkaufswagen. Einkaufswagen. Kostet 157, ist gekauft. So, kommen Sie her, kommen Sie her. Ja, sorry, dass mein Laden auch mal ausverkauft ist. Pinkes. Aha, hier war richtig. So, die blauen, die kommen einmal hier hin. Rot fülle ich auch einmal auf. So. Da habe ich sogar noch ein Paket von. Keine Ahnung warum. Aber macht nichts. So. Bitte sehr. Mann, wann hat mein Laden endlich zu? Ich habe keinen Bock mehr zur Arbeit. Perfekt. So. Endlich, der Tag ist zu Ende. Wir kommen hier nicht rein. Hier ist geschlossen. Wie ist die jetzt hier reingekommen? Ach, die hat noch was gekauft wahrscheinlich. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.